Bülach steht vor der Aufstiegsrunde. Die Schlagzeilen sind in den letzten Wochen durchwegs positiv. Die Mannschaft ist schon seit längerer Zeit sicher qualifiziert. Hat man dadurch jetzt das Training ändern können, tritt die Mannschaft so gut wie noch nie an die schwierige Aufgabe an? Ja, letzte Saison, es war knapp 7 Tage vor, wir hat gewusst, dass wir sind in Playoff. Diese Saison, wir hatten 3 Wochen als Vorbereitung. Wir haben über die letzten 2 Wochen sehr hart gearbeitet, mit Krafttraining und Sprinttraining, vor Lauftraining, vor jedem Training. Auf dem Eis hatten wir viele Übungen, das sind nicht so schön zu spielen, aber Konditionsübungen für 2 Wochen. Letzte 5 Tage hatten wir ganz frei, von dem Match Samstag Rosa bis heute Mittwoch. So, all in all, wenn ein wollte Pause noch machen, er sollte machen das in 5 Tagen jetzt und nachher hatten wir am 26. Februar eine ganze harte Serie von 10 Match. Die Mannschaft ist also gerüstet. Und wie sieht es denn aus mit dem Vorstand vom EHC Bülach? Wenn die Mannschaft vorbereitet ist, müssen wir ja an und für sich auch vorbereitet sind vom Vorstand aus. Dort sollte es kein Problem geben. Wenn man auf der Eisanlage Hirslen ist, dann sieht man, dass da bei einem eventuellen Aufstieg doch noch einige Änderungen müssen vorgenommen werden. Es ist, glaube ich, schon noch nicht gerade das Nationalliga B-Stadion. Ja, früher war es sicher einmal gewesen, oder wäre es einmal gewesen, was erstellt worden ist. Heute ganz sicher nicht mehr. Es lange noch notbedürftig für eine Erstliga, aber auch dort, wenn man Spitzen-Erstliga spielt, ist es schon problematisch. Bei einem Umbau müssen da die Stadt oder der Verein die Kosten tragen? Sicher die Stadt müssen die Kosten tragen. Das heisst, man hofft, sie unternehmen auch etwas. Die Pläne liegen vor, Anregungen von uns und vom Verband sind vorhanden. Das heisst also, es würde eine Seite zugemacht, die Strafbank würde verleiht und es gäbe eventuell auch Sitzplatz. Ja, weil alles gemacht wird, wir hätten unsere Wunschliste, wir haben sie abgegeben von Sitzplätzen, von Strafbankverlegung, Banden müssen den neuen Vorschriften angepasst werden. Denn Sitzplätze, wie ich gesagt habe am Anfang, wäre wünschenswert, weil das ist immer etwas, was vom Gegner oder einmal von den Zuschauern enorm gewünscht wird, wo auch dementsprechend gezahlt wird. Ja, wenn wir gerade bei den Zahlen sind, ein Aufstieg, der kostet bekanntlich auch Geld, vor allem dann in der kommenden Saison. Bis jetzt hat der EHC Bülach schwarze Zahlen geschrieben, ein schuldenfreier Verein. Man hat aber gesehen, dass so eine Nationalliga B-Verpflichtung schon manchem das Genick gebrochen hat. Wie sieht denn da die Zukunft aus für den EHC Bülach? Also wir haben versucht, das Gestell vorne anzulegen, damit wir das Knick nicht brechen. Und auch dort Planung relativ früh schon vorantreiben, um überhaupt nicht mehr rote Zahlen zu schreiben. Es ist ja so, wir haben relativ viele Spieler leihweise, heute auswärts, haben einen guten Nachwuchs, das sieht man auch jetzt in der Mannschaft hinten. Man müsste sich verstärken mit einem zweiten Kanadier. Der würde sicher zu Buch schlagen. Auf die andere Seite hofft man auch auf mehr Zuschauer, wenn die Anlage umgebaut ist. Und selbstverständlich können wir natürlich auch an die Sponsoren, Supporter, dann dort neue Aktivitäten machen. Also ich muss mit Überzeugung sagen, solange ich dabei bin und ich das Schiffli könnte lenken, also rote Zahlen würde ich nie schreiben lassen. Sie haben noch den zwei Kanadier angesprochen, heisst das, dass der Bernie Johnston vermutlich in Bülach wird bleiben? Es sind Gespräche im Gang mit der ersten Liga, wenn wir unten bleiben, sicher nicht, das weiss er. Wenn wir aufsteigen, dann ist eine Vertiefung des Gesprächs und die einzelnen Details sind noch auszumachen, aber es könnte allenfalls sein. Zuerst gilt es jetzt aber die Aufstiegsrunde erfolgreich abzuschliessen und nur ungern erinnert man sich gerade an das letzte Jahr, wo man die erste Begegnung daheim gegen Lys verloren hat. Ist die Mannschaft aber dieses Jahr reifer geworden, kann sie am Erwartungsdruck besser standhalten? Ja, diese Saison, im Gegenteil, oder so vom letzten Saison, war die Mannschaft fast vielleicht zu viel hängen auf, was macht Ruger, was macht Johnston und 2, 3 andere. Die waren auch mitmachen, aber die erste Match von der Playoff, die waren ein bisschen nervös, wir waren eine junge Mannschaft. Ich glaube, dass diese Saison Ruger, ich und 2, 3 von den alten Spielern spielt nicht so viel.
Wir warten, bis die Jungen sind der Motor von der Mannschaft. Und das ist unser Ziel, dass am Ende Februar, dass die andere sagt, ja, ich bin der Motor von der Mannschaft. Ich kann heute machen in Playoff oder wenn Lies kommt oder ein Wisch kommt, kann ich Alkohol machen. Und das ist der Unterschied von letzter Saison, wo vielleicht alle Goal hängt auf 4, 5 Spielers. Wir hatten Fähigkeit von 1 bis 18 zu machen ein Goal in einer heißen Situation.